Hallo liebe Leute und herzlich willkommen. Ich habe hier wieder Fanpost bekommen. Jawohl. Ach, das ist so schön. Diesmal sogar zweierlei Fanpost. Ich fange erstmal mit dem hier an. Das ist von Cedric aus Nordhessen. Jawohl. Lieber Silent Mike, anbei die zwei Hörspiel-CDs wie besprochen. Ich möchte damit auch Danke sagen für die vielen Stunden der Unterhaltung. Ich habe schon oft überlegt, was ich dir mal schicken könnte. Leider hatte ich bisher nichts Passendes gefunden, zumal du ja nichts Süßes möchtest. Stimmt. Daher freue ich mich, dir nun diese beiden CDs schicken zu können. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören und freue mich auf die weiteren schönen Videos von dir. Viele liebe Grüße, Cedric alias Cedric aus Nordhessen. Ja, CDs. Ich hatte es im Vlog erwähnt und als großen Tipp gegeben, dass ihr im Eurostore gerade momentan die Star Wars CDs, die Hörspiele zu der Geschichte, die es nach Episode 6 spielen sollte, ist jetzt natürlich anders, man hat Episode 7 neu aufgelegt, das ist nicht mehr Kanon, aber das ist mit den Originalsprechern und das ist wahrscheinlich die viel bessere Fortsetzung, die wir uns alle gewünscht hätten, dass sie gedreht wird, die aber nicht gedreht wurde. Gut, aber da hat er mir zwei von diesen CDs besorgt, die mir noch fehlten. Jawohl, super geil, bin ich mega begeistert. Vielen, vielen lieben Dank, Cedric, das ist super. Ne? Richtig geil. Richtig, richtig geil. Ich freue mich da mega drüber. Das sind noch zwei ganz wichtige Folgen, die jetzt noch fehlten, damit ich das auch vernünftig anhören kann. Ist natürlich blöd, wenn die teilweise 5 Folgen haben und ich dann immer nur 3 habe. Das ist natürlich dann nicht so einfach, aber deswegen freue ich mich da umso mehr drüber. Vielen, vielen Dank. Er hatte mir das halt angeboten und dann sagte ich, hey, was kriegst du dafür? Und er sagt, nix, ich schicke dir das so. Hat mal ein schönes Briefchen dazu gepackt, deswegen muss ich das hier gleich am Anfang mal zeigen. So, das hier habe ich noch bekommen. Jawohl. Vom Steffen. Es ist ein mega schweres Paket und ich bin sehr gespannt, was drin ist. Ich habe keine Ahnung. Aufgeschnitten habe ich schon mal, weil das war hier, ist wieder mal mit so einem Panzertape zugeklebt, wo man sagt, du kommst hier nicht rein. Und deswegen habe ich das vorher gemacht, damit ich hier nicht so viel Zeit verplemper. So. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Oben drauf liegt erstmal ein Briefchen, das ist schon mal schön. Briefe sind immer schön. Lieber Michael, in Klammern Silent Mike. Das bin ich. Ich hoffe, dieses Paket bringt dir Freude ins Ohr, Augen und die Seele. Es ist nicht so viel, nur eine Aufmerksamkeit für deine tolle Arbeit, deine tollen Videos und die viele Mühe, die du dir jedes Mal machst. Weiter so. Ich freue mich über jedes Video auf deinem Kanal und es macht mir Spaß, sie zu sehen. Sorry für meine Saugschrift, musste schnell gehen. Mit freundlichem Gruß, Steffen. Ja, das passt schon so, das ist völlig in Ordnung. Ich konnte es ja lesen, soweit. Bis auf an einer Stelle relativ fehlerfrei. Das war also schon mal super. Freue mich sehr. Also schön, Briefe sind immer nett. Ich finde es immer schön, wenn da so Briefe drin sind. Was haben wir denn hier? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Was? Irgendein Manual zu irgendwas, keine Ahnung. Dann haben wir hier, oh. Okay, fang. Ich sehe schöne Dinge. Als erstes einmal Servietten, weil man kann immer Servietten gebrauchen. Ne? Im Leben braucht man einfach viele Servietten, immer wieder. Und umso schöner, wenn da solche Sachen drauf sind, wie diese wunderbaren Trolle. Jawohl. Da stehe ich absolut zu. Auch, dass sie in rosa sind. Jawohl. 100%. Die sind scheinbar auch teilweise optisch verschieden. Schaut mal, hier auf der Rückseite sind solche Trolle drauf. Und auf der Vorderseite sind solche Trolle drauf. Die sehen ziemlich cool aus. Manchmal wünsche ich, ich hätte auch so eine Frisur. So eine, wenn ich die Mütze abnehme, dann macht das einmal so. Und dann, das kriege ich aber nicht mehr hin. dazu lasse ich sie nicht mehr lange genug wachsen. Servietten, ja, sehr schön. Die werden sicherlich ihren Einsatz finden irgendwann. So, was haben wir hier? Oh, wir haben hier. Ich guck mal, ob das. Es sind verschiedene Dinge. Lass mal schauen, dass ich das hier alles so einzeln rausbekomme. Okay. Wir haben viele lustige Figürchen aus dem Überraschungsei. Und zwar sind das. Ich verstehe diese Figuren nicht ganz. Weil ich habe immer den Eindruck, man kann den Kopf aufmachen und was rein verstecken, kann man aber nicht. Das sind Figuren aus dem Ü-Ei, die so ein bisschen sind wie diese Monkeys. Ne? Das kann irgendwie was sein, was aus dem Japanischen kommt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat Überraschungseier mal angefangen, diese Monkeys da reinzumachen. Ne? Und das ist einer davon, das ist der Flash. Ne? Dann haben wir hier, der sieht aus, ey. Der hat ein wunderhübsches Gesicht, schaut mal. Wir haben Superman. Die Ohren, das ist echt der Wahnsinn. Das sollen halt kleine Äffchen irgendwie sein. Das ist Superman. Na, wir haben Green Lantern. Dann haben wir
Batman. Ne? Wir haben den Joker. Warum der jetzt blau ist, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das ist, warum ist der blau? Wahrscheinlich ist der in irgendeiner Zeichentrickserie blau und deswegen haben sie den hier auch blau gemacht. Das kann sein. Und wir haben Catwoman, so wie es aussieht. Das scheint Catwoman zu sein, jawohl. Schaut mal, Catwoman. Sehr schön. Ne? So, Figürchen aus dem Ü-Ei ist auch immer sehr, sehr nett. Vor allem, ne? Die sind irgendwie echt lustig auf ihre Art und Weise. Ne? Ich verstehe die Figuren zwar nicht, aber gut, das ist wieder noch eine andere Geschichte. So, dann hat er mir was reingelegt, das richtig schwer wiegt. Boah, das Ding sieht richtig geil aus. Das ist der Hammer. Ich habe von, das ist so eine Zinnfigur, ne? Weiß nicht, ob die wirklich aus Zinn ist, keine Ahnung. Müsste man mal ein Feuerzeug ranhalten und schmelzen? Nein, sowas macht man nicht. Schmelze ich natürlich nicht, keine Frage. Ne? Keine Ahnung, diese Art von Figuren. Ich habe da mal den Tod gehabt von Discworld. Genau, das war immer eine meiner kleinen Lieblingsfiguren, bis irgendwann die Sense abgebrochen ist. Da habe ich dann so einen Stab ein bisschen gekrümmt und gesagt, das ist jetzt ein Stab. Ne? Das hier ist eindeutig ein Drachen, also ein Wurm, so wie es aussieht, weil das so ein längliches Ding ist, das sich um einen Baum windet, würde ich mal behaupten. Ein Wurm um einen Baum. Ja, sowas ist immer cool. Also so Drachenfigürchen, das finde ich schon ziemlich geil. Ne? Da kann man dann hier, wenn man ein bisschen AD&D spielt, kann man die auch benutzen. Der hat sogar rot angemalte Augen. Beziehungsweise könnte sogar ein Steinchen drin sitzen, das weiß ich nicht. Das ist cool, finde ich geil. Also das gefällt mir auch, das stelle ich mir auf jeden Fall ins Regal. Das ist ziemlich genial. Kleines Figürchen, sehr geil. So, dann haben wir hier einmal... Ah, da ist richtig viel reingepackt hier, echt. Boah, was ist das denn? Crazy Wolf Energy Drink mit Heidelbeergeschmack? Ich guck gerade, das ist cool. Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk. Crazy Wolf. Kennt ihr den? Crazy Wolf? Machen wir einen kleinen Let's Taste Part. Das muss ich ja euch unbedingt. Riecht interessant. Ist das so ein Molkedrink? Nee, er ist mit Pfand. Also kein Molkedrink. Zumindest theoretisch nicht. Wasser, Zucker, Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat. Schmeckt interessant. 5% Fruchtgehalt sind da drin. Und pass auf, das Ganze hat Heidelbeergeschmack, ja? Und es sind 0,5% Heidelbeere drin und 3,5% Apfel und 1% Orange. Also eindeutig Heidelbeergeschmack. Tatsächlich ist der Heidelbeergeschmack aber sehr gut durchkommend. Es schmeckt nicht zu fiese nach Heidelbeere, sondern ganz lecker eigentlich. Sehr gut, gefällt mir gut. Das ist lecker. Das ist lecker. Ja, da hat hier richtig viel reingepackt. Keine Ahnung, was ist das alles hier noch? Alter Schwede. Das Paket ist bis oben voll. Das ist der Oberhammer, der Oberwahnsinn. Ich bin mega begeistert. Oh, cooles Zeug, Alter. Yeah. Was? Wir haben hier unter anderem die 3 Fragezeichen Kids. Nummer 3, die Invasion der Fliegen. Dazu muss ich sagen, die 3 Fragezeichen Kids habe ich so noch gar nicht gehört bis jetzt. Ne? Die kenne ich so gut wie gar nicht, das heißt, da bin ich super gespannt drauf. Invasion der Fliegen, Folge 3. Wir haben Radio Rocky Beach. Na, ihr wisst, ich bin großer Liebhaber von Hörspielen. Hörspiele sind für mich die Welt. Ich höre jeden Abend Hörspiele. Ich höre zwischendurch Hörspiele. Ich höre Hörspiele, wenn ich arbeite. Ne? Ich zeichne zum Beispiel, dann höre ich gerne mal Hörspiele. Oh, hier ist ein bisschen, da hast du noch ein bisschen Hausstaub mitgeschickt. Das ist Nummer 1, deswegen die ist schon verstaubt. Wie schon ein paar Jährchen hat die auch schon auf dem Buckel. Die 3 Fragezeichen-Kids, Folge Nummer 1. Panik im Paradies. Ich bin da echt gespannt. Ich kenne die, wie gesagt, alle nicht. Deswegen ist das für mich ganz was Neues. Und das finde ich schön, wenn ich dann auch wirklich so neue Sachen plötzlich mal höre. So neue Dinge. Das gefällt mir gut. Hier, das ist Folge Nummer 4. Ne? Chaos vor der Kamera. Cool. Und, guck mal. Warum sind da so 3... Hast du einen kleinen Mini-Raptor zu Hause? Guck mal hier, der hat immer so 3 Krallen. So kleinen Mini-Raptor zu Hause. Folge Nummer 5, Flucht in die Zukunft. Das klingt dann auch schon sehr interessant. Bitte. Haben die da, ich dachte eigentlich, das hätte einen realistischen Ansatz. Keine Ahnung, aber da bin ich mal sehr gespannt. Ich glaube sogar, dass in der deutschen Variante von diesen Hörspielen, das sind sogar die Sprecher aus den Filmen, oder? Weil, also die deutschen Synchronsprecher aus den 3 Fragezeichen-Filmen.
Könnte sein. Bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Würde ich aber cool finden. Ne? Wenn sie das so gemacht haben. Gefahr im Gruselgarten. Ja, das, da freue ich mich auch schon richtig drauf. Mit Nina Hagen. Die spricht hier auf jeden Fall eine Rolle. Nina. Nina Hagen. Ältere unter euch kennen die vielleicht noch. Jüngere unter euch kennt vielleicht nur noch die Tochter. Cosma Shiva. Ne? Nina Hagen, ganz früher. Du hast den Farbfilm vergessen. Mein Michael. Ja, so war das damals. Sie meinte aber nicht mich. Ich war damals auch noch so irgendwie. Ne? Was haben wir hier noch? Hier? Oh, der hat hier richtig reingehauen. Boah, Alter, ich habe hier richtig was für die Ohren. Geil, das ist richtig geil. Das freut mich total. Oliver Rohrbeck, seines Zeichens bekannt als Synchronstimme von Ben Stiller. Und natürlich, ne, bei den drei Fragezeichen, Justus Jonas. Ne, sehr geil. Das ist ziemlich cool. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Das ist eine bearbeitete Romanfassung auf fast 300 Minuten. Ich kenne den Roman nicht. Ich weiß nicht, worum es geht. Worum geht's? Er ist eigentlich kein Held. Ein früher Tod ist ihm vorbestimmt. Doch dann rettet ihm ein merkwürdiger Gegenstand das Leben. Ein Schlüssel, geformt wie ein Uhrzeiger. mit dem Schlüssel erscheinen bizarre Wesen aus anderen Dimensionen. Klingt auf jeden Fall verdammt gut. Was haben wir hier? Oh, weia. Adam Blade, Beast Quest. Auch das sieht schon vom Cover her super aus. Was ist das? Das ist eine CD, eine Lesung für kleine und große Ohren ab 6 Jahre. Meine Ohren sind über 6 Jahre, also kein Problem. Ne? Adam Blade, Beast Quest. Ferno, Herr des Feuers. Ferno, der heißt wahrscheinlich Innen mit Vornamen, ne? Inferno. Tom ist auf einer gefährlichen Mission. Das Königreich Avantia schwebt in großer Gefahr und nun kann nur er es vor dem Untergang retten. Klingt verdammt gut. Ich mag sowas ja, ne? Oh, die hat ein bisschen gelitten, die CD. Da sind so ein paar, die ganzen Knüpse sind abgegangen. Kennt ihr das, wenn diese Knüpse abgehen? Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn diese Dinger dann abgehen und dann überall rumliegen, ne? Diese kleinen Knüpsis. Deswegen, ich packe das mal wieder schnell zusammen hier. So, schnell wieder zumachen, so, wegpacken. Knüpsi beiseite legen. Oh ja, der hat da reingelegt. Der hat da richtig viel reingelegt. Das ist noch mehr, da kommen noch mehr. Noch mehr CDs und da freue ich mich auch jetzt schon. Ist das auch noch eine CD? Ja. So, jetzt haben wir mehr. Oh, Beast Quest, da gibt es sogar noch mehr. Na, das scheint mehrere Folgen zu geben. Wir haben Beast Quest Arkta, Bezwinger der Berge. Das erste war der Herr des Feuers und hier haben wir den Bezwinger der Berge. Da bin ich auch mal sehr gespannt, wie sich das so liest. Na? Das ist derselbe Text hier. Das fängt genauso gleich an. Das ist ja interessant. Also da bin ich sehr gespannt, wie das klingt. Das ist halt eine Lesung. Gelesen von Jona und Dietmar Muis. Ich kenne die beiden nicht, aber ich bin sehr gespannt. Ich höre mir das auf jeden Fall an. Das ist wieder was. Sowas finde ich cool. Also das kommt dann auch in die Sammlung und so. Das finde ich mega, mega. Oh, und es gibt noch mehr Adam Blade, Beast Quest, Sepron, König der Meere. Die machen ja alles durch. Die Berge, das Feuer, die Meere. Ne? Auch das sieht super aus. Und auch hier steht gleich hinten drauf derselbe Text. Ne? Dann der zweite Absatz ist dann anders. Ne? Also das finde ich sehr geil. Eine gute Stunde lang jeweils gelesen von diesen zwei Menschen. Ne, als Lesung für kleine und große Ohren. Finde ich toll. Also das finde ich super. Ich freue mich da mega. Da habe ich richtig Bock, das zu lesen. Und das zu lesen, zu hören. Ne? Zu hören. Mir vorlesen zu lassen, sozusagen. Das hier ist natürlich mega geil. Als Gruselkabinett. Vom Gruselkabinett habe ich unheimlich viel schon gehört. Besitze aber nicht wirklich viele von diesen CDs bis jetzt. Ich glaube, ich besitze fast überhaupt gar keine davon. Ich habe nur ordentlich viele von diesen Hörspielen schon gehört. Ne? Das ergibt sich manchmal so. Ne? Man leiht was oder verleiht was und kriegt dann mal solche Sachen mit und kann sich das anhören, gibt das wieder weg. Ne? Ich habe auch lange Zeit in der Videothek auch CDs und Hörspiele gehabt zum Hören. Das war also auch immer kein Problem. Ne? Oder über irgendwelche Streamingdienste hier, Audible oder sowas. Ne? Beziehungsweise bei Spotify, da sind diese Sachen teilweise auch drin. Ne? Und dementsprechend habe ich da schon einiges von gehört. Finde ich sehr geil. Ne, wir haben hier, das ist auf jeden Fall Camilla der Vampir, das war damals die erste Folge gewesen vom Gruselkabinett. Ne, und dann haben wir hier noch das Amulett der Mumie und die Familie des Vampirs. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich dann regulär einfach nur die ersten drei Folgen dieser Reihe sind. Keine Ahnung, ich finde es auf jeden Fall mega. Freue mich total, das ist wirklich super. Also diese Hörspiele sind richtig geil gemacht, das ist so richtig atmosphärisch. Oftmals sind die irgendwie so, dass eine Person das erzählt. Das heißt, eine der Figuren aus dem Hörspiel erzählt dir die Geschichte. Ne, ist dann manchmal auch ein bisschen monoton, weil es natürlich dann nur eine Stimme ist, die man oft hört. Ne, aber es ist immer inszeniert. Und das heißt, also es ist immer so, dass dann auch die anderen Figuren natürlich ihre eigenen Sprecher haben und so. Ne,
teilweise kommt das halt vor, dass eine Folge halt wirklich sehr, sehr kammerspielmäßig ist. Das sind aber meistens dann die besten Folgen, tatsächlich. Ne? Und die haben sich halt zur Aufgabe gemacht, mit inzwischen weit über 100 Folgen, diese ganzen alten Klassiker neu auflegen zu lassen. Also die haben so Jekyll und Hyde haben sie mit dabei, der Unsichtbare, den gibt's, das weiß ich. Sogar Krieg der Welten ist hier, glaube ich, innerhalb dieser Reihe rausgekommen und. Also alles, was so an Klassikern kriegst, Dracula, Frankenstein etc. ist hier alles, gibt's alles als Gruselkabinett und halt viele andere Folgen. Auch H.P. Lovecraft zum Beispiel, was man nicht so oft hört, Berge des Wahnsinns müsste es in dieser Reihe geben etc. Also schon ziemlich geil. So, was hat er noch eingelegt? Oh, das ist cool, jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob ich das schon gelesen habe. Ich weiß nicht, ob ich das schon kenne, da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Ich fürchte fast tatsächlich, ich habe es schon gelesen. Aber ich habe nicht diese Ausgabe. Ich habe das Buch in der Hardcover-Ausgabe besessen. Ich glaube, das ist das, wenn es das erste ist. Ja, es ist das erste. Das ist natürlich ein bisschen schade, weil das kenne ich dann schon. Ne? Aber ich habe das irgendwann mal weitergegeben. Das heißt, ich habe hier nur noch den zweiten Band liegen. Und den ersten Band, den habe ich zwar gelesen, habe den aber nicht mehr vorliegen. Deswegen ist das schön. Jetzt habe ich ihn wieder, kann ich ihn ins Regal stellen. Das passt. Ne? Den habe ich mal irgendwann weitergegeben. Ja, das ist das erste Buch. Super geil, also Skullduggery Pleasant ist der Hammer, kann ich euch mega empfehlen, wenn ihr Bock habt auf eine skurrile Geschichte mit einem skurrilen Hauptcharakter, dann ist das auf jeden Fall das Richtige für euch. Na, das steht im humortechnisch nicht weit hinter so Sachen wie Terry Pratchett, ne? Also unbedingt, wenn ihr Bock habt auf coole Action, ne? Ja, es ist halt Action, ne? Es ist Action, Thriller, Mystery, alles, ne? Ich meine, der Hauptcharakter ist ein Skelett. Also von daher, es ist eine sehr coole Geschichte, sag ich euch. Also lest euch das unbedingt mal durch, ne? Ich hab's jetzt, wie gesagt, doppelt. Das ist zwar schade, aber auch nicht schlimm. Nicht schlimm. Ne? Kann ja keiner wissen, was ich hier für Bücher im Regal stehen habe oder hatte. So, dann haben wir ja noch mehr Überraschungseisachen und die finde ich auch schon wieder super cool. Das eine ist auf jeden Fall Hefty. Ein Schlumpf. Hefty, der Schlumpf. Der schlumpfige Hefty. Ja, super. Und dann haben wir hier, die kenne ich so gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass das jemals in einem Überraschungsei drin war. Dieses Ei selber, ne? Das ist ja Eyeception. Ne? Guck mal, wir haben hier einmal das Ei als Tennisspieler. Das finde ich mega. Das finde ich mega. Ehrlich. Ne? Dann einmal als französischer Maler ist eine besondere Periode, die ich hier male. Und einmal als, der sagt, als Taucher, ja? Das sehen als Taucher. Aber mit Gag, schaut mal, er hat noch die Haifinne hinten drauf. Der Sack. Das finde ich lustig. Also die sind auch super geil. Das feiere ich. Ja, diese kleinen Ü-Ei-Figuren, das kann immer was. Wir haben noch mehr. Guck mal, siehst du, die nächste Party kann steigen. Ich habe Servietten. Noch mehr Servietten. Ich weiß gar nicht, ob der die nur als Füllmaterial reingelegt hat. Oder so als Verpackungsmaterial. Finde ich aber super. Kann man auch benutzen als Verpackungsmaterial. Ist vielleicht ein bisschen schade, aber kann man. Ne? Oh, war ja geil. 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 Das ist auf jeden Fall mega. Ich kenne das nicht, aber ich vermute mal, das wird, wenn es schon Wonderland heißt, dann wird es auch irgendwas mit Wonderland zu tun haben. Das kann kaum anders sein. Wow, das gefällt mir jetzt schon richtig, richtig gut. Krass geil. Also Comics, ich bin schon immer ein großer Comics-Fan. Und ich habe so aus dem Zeitraum von 19... Ich habe im Prinzip immer irgendwie Comics gesammelt. In den letzten Jahren nicht mehr so, weil das halt einfach Überhand nimmt. Du sammelst halt einfach sonst zu viel. Aber ich lese die immer noch unheimlich gerne. Ne? Und alles, was so im Jahr 2000 rausgekommen ist, das habe ich sowieso alles. Alles durchweg, durch die Bank weg. So ziemlich auf jeden Fall. Ne? Und damals noch, als der Dino-Verlag noch da war und als... im Prinzip die Marvel-Sachen dann noch von Marvel Deutschland veröffentlicht wurden. So, das war so die Zeit, wo ich alles gesammelt habe, was es gab. Auch die von Splitter, die Sachen. Ne, vorher habe ich halt so diese Hardcover-Bände, oder nicht die Hardcover, die Softcover-Bände von Batman, vom Carlsen Verlag zum Beispiel gehabt. Und die ganzen Sachen wie Lucky Luke, Asterix etc. Ganz, ganz viel. Ne, und jetzt in den letzten Jahren halt nicht mehr so viel. Deswegen freut mich das umso mehr, dass ich mal wieder ein cooles Comic in der Hand halte. Ne, das ist ein schönes Trade-Paperback. Ne? Das Ganze heißt Wonderland. Hat auf jeden Fall was mit dem Wunderland zu tun. Es steht schon was vom Hutmacher mit drin. Man sieht es ja auch hier auf dem Cover, das ist ganz klar. Ich blätter einfach mal irgendeine Seite auf. Da, guck mal, so sieht das aus. Nichts Verfängliches. Naja, geht so. Kann man machen. Haben sie sehr gut überblendet. Also geil, da freue ich mich auch drauf. Das kenne ich vor allen Dingen nicht, deswegen werde ich das auf jeden Fall
genüsslich lesen. Sehr cool. Ach, das ist geil. Fanpost. Hammer immer. Ist immer so genial. Was hat er mir hier reingepackt? Eine kreative... Boah. Die kann ich euch jetzt gar nicht vorführen hier. Zumindest nicht problemlos. Moment mal, da müssen wir mal gucken. Also das ist auf jeden Fall super. Das ist mega. Das ist mega. Moment mal, ich guck mal, ob ich euch das irgendwie vorführen kann. Ich muss ja mal das... Was ist das für ein Anschluss? Das müsste ich hier schon liegen haben. So, das ist leider... Dichter dran komme ich nicht. Die Kabel sind nicht lang genug. Aber ihr seht schon, das ist da. Da so, ne? Da so Lampe mit Eule. Sieht mir schwer nach Hedwig aus. Ja. Und das leuchtet in verschiedenen Farben. Das ist eine Kreativlampe. Sowas habe ich auch noch nicht gehabt. Finde ich geil. Finde ich geil. Was, das ist eine Creative 3D Visualization Lamp. Visualization. Das ist ein blödes Wort. Visualization. Das kann man gar nicht gut aussprechen. Warum kann man es nicht gut aussprechen? Visualization Lamp. Vorher dreimal überlegen. Na, ich denke mal, wenn man da so gerade im Fluss vom Sprechen ist, ist das komisch. Made in China, eine Creative 3D Visualization Lamp. So, jetzt ging's doch. Ja, geil. Mega. Mega. Und da liegt noch mehr drin. Da liegt noch mehr drin. Und ich glaube zu wissen, was das ist. Ja, cool. 3D Nightlight. Das hat auch keinen richtigen Stromanschluss, aber es ist ebenfalls genau dasselbe Prinzip und ebenfalls eine Eule. So, das funktioniert natürlich auch. Hier, da seht ihr das jetzt. Na? Wow. Haha, geil. Wie gesagt, ich kann es euch hier nicht dichter ran zeigen, weil das Kabel ist einfach nicht lang genug. Na, das ist super. Einfach mal Eulen. Ich mag Eulen. Ich mag Eulen wirklich gerne. Eulen sind cool. Jetzt habe ich hier zwei so Lampen. Das finde ich auch mega. Das finde ich mega. Zwei Lampen mit Eulen. Krass. Also, was soll ich sagen? Das ist mal wieder der Oberhammer. Ich habe alles raus, glaube ich, aus dem Paket. Ja. Ich bin mega begeistert. Das ist so richtig... So ein richtig cooles Paket einfach. Mit so... Allem, was mich so irgendwie interessiert, das finde ich geil. Das finde ich total cool. Du hast coole Comics, du hast einen coolen Roman mit reingelegt, du hast mega geile CDs reingelegt, Hörbücher, Hörspiele, ne, ein bisschen was so an Technikkrams, ne, solche Sachen. So, und dann halt auch Eulen, wie ich sehr, sehr cool finde. Ne, ein paar kleine Figürchen, das finde ich total cool. Also Hammer. Hammergeiles Paket. Vielen Dank, Steffen. Echt, ich freue mich total drüber. Ne? Auch hier über den Energy Drink, ne? Zum Wohl. Ich bin schwer begeistert. Kann aber nur Danke sagen. Ich finde es immer wieder toll. Das mit der Fanpost, das ist immer der Hammer, oder? Ich kann das immer kaum in Worte fassen, wie sehr mich das freut. Na, ich hoffe, ihr seht das in den Videos, dass ich da mega Spaß dran habe. Ich finde es einfach nur geil, wie ihr das supportet, dass ihr den Kanal so auf diese Art und Weise total unterstützt. Lasst also mal gern für den Steffen und für den Cedric, ne? Wollen wir ja nicht vergessen, ne? Einen Daumen nach oben da. Das ist ganz wichtig. Ne? Und Kommentare auch gerne, auf jeden Fall. Ne? Ein Abo, wenn ihr noch keins habt. Ne? Ich mache nicht nur Fanpost, ich mache auch noch ganz viel anderes Zeug. Ne? Sonst würde es keine Fanpost geben, wenn ich nicht noch anderes Zeug machen würde. Ist ja so, dass keiner schickt nur Fanpost, weil man nur Fanpost macht. Das ist ja Unsinn. Ne? Und würde ich einfach mal sagen, lasst mir gerne ein Abo da. Habe ich das nicht gerade schon gesagt? Habe ich gerade schon gesagt. Ne? Ich bin schon wieder total durch. Fanpost macht mich immer total kirre. Weil das ist echt so, wow, geil. Da setzt das Hirn dann einfach nur aus. Ne? Beim nächsten Mal wieder anschalten. Würde ich cool finden. Alles klar. Dann bin ich jetzt raus. Ne? Schönen Dank nochmal an Cedric und an Steffen. Ich wünsche euch was. Macht's gut, liebe Leute. Tschüss.